Es sieht zumindest schon besser aus als vorher. Bis auf da. Gut, das da oben muss ich doch irgendwie. Kriegen wir hin. Also wenn man nicht so nah hinguckt, siehst du. Eine Gartenshow gewinnen wir nicht. Das eine Ding, da müssen wir da rein. Das hier noch einmal ein bisschen weiter rein. Weil ich mich dann frage, wie da das Wasser hinkommt. Muss doch schon da vorne sein. Dann sieht es halt so aus, als wenn es da durchläuft. Nein! Geht das? Oder ich packe da einfach nochmal so eine. Warte mal. So ein Ding vor. Statt dem Moos-Ding. Das Ding machen wir jetzt hier mal weg. Ich will nur noch an diese eine Düse noch mal rankommen. Die müsste ich einfach noch mal ein bisschen nach links verschieben. Warum wollte der von unten Ziri seine Leistung anrichten? Nein! Das wird hier kein Badevergnügen. Hier kommen Krokodile rein. So. Oh Mann. Das hier wird. Also, es wird nicht wunderschön. Bitte um Verzeihung. Aber. Ich hab versucht. Wenn ich so machen würde, würde es gehen. Da noch ein Felsen hin, damit es sich aussieht, als wenn der so offen steht. Geht das? Kann man das so machen? Scheiße, sieht das schlecht aus. So sieht es nice aus, okay. Gut. Wie gesagt, ich habe echt mein Bestes gegeben. Ich bin keine grandiose Baumeisterin. Sondern an diesem Weg muss ich noch mal ein bisschen arbeiten. Das gefällt mir hier noch nicht. Sieht mir viel zu. Vielleicht machen wir doch lieber eine Treppe hin. Das weiß ich noch nicht.
Dann mache ich da einen Felsen hin. Und hier noch nicht. Das geht. Ich möchte das hinkriegen, dass ich da eine Treppe hinmachen kann. Ich glaube, eine Treppe sieht besser aus. Ja, danke. Also wie gesagt, ich versuche echt mein Bestes, aber es gibt da ganz andere, die können richtig mega geil bauen. Und ich bin immer enttäuscht, wenn ich es nicht hinkriege. Vor allem, ich glaube, die Erwartungshaltung ist dann halt auch wirklich einfach eine andere. Jetzt kriege ich da meine Treppe hin. Das sieht jetzt auch kacke aus. Das ist scheiße. Ich will doch nur eine Treppe bauen. Warte, dann. Wir machen hier einen Hügel hin. Einen Hügel hin. Dann muss ich da hier eine Treppe bauen. Nein. Das ist zu weit von dem Ding entfernt. So, dass wir ja auch gucken können. Nein. Ja, klar. Das sieht kacke aus. Das sieht ganz kacke aus. Das sieht furchtbar aus. Die Live kommt, ja. Ja. Ich krieg das schon irgendwie hin. Mich ärgert es halt immer nur so ein bisschen. Ich will einfach nur meine Treppe hier haben. Mehr. Weg abflachen. Ja, ich weiß. Ich möchte nur hier erstmal den Huckel wegmachen, den ich da hatte. Gelände abflachen. Hättest du überhaupt eine Baugenehmigung? Ja! Bestimmt habe ich eine! Lass mich die Treppe bauen! Hast du mich gerade kaum hier angeschaut? Nein, nein, das Grimmig anschauen war nicht an dich gerichtet. Das. Dinge der Wegerhöhung. Ich will runterbauen. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche runterzubauen. Ich kann hochbauen! Wir versuchen es von unten. Wir versuchen es von unten. Nein, da möchte ich so nicht. Gut, hier möchte ich eigentlich keine Treppe haben. Ey! Nicht so schlimm hier alles.
Wir schalten Tunnel aus. Das sieht furchtbar aus. Ganz ehrlich, wir platzieren den Weg einfach woanders. Platzieren ihn einfach weiter da hinten. Dann kann ich hier. Mach das einfach so. Dann haben wir keine Treppe. Aber es geht ja noch. So. Damit kann ich mich arrangieren. Dann packen wir da ein paar Felsen hin. Felsen müssen da eh hin. Und dann ist gut. Abgelehnt. So, warte mal. Jetzt setze ich da meine Lieblingsfelsen rein. Und dann sieht es auch gut aus. Ein bisschen mehr Arbeit, aber es passt. Ich muss eh mit Felsen arbeiten. Felsen sind toll. Ich mag Felsen. Ich mag Züge. Ja, dann kann ich ja auch mit hohen Felsen arbeiten. Eigentlich auch gar nicht mehr schlecht. Nee. Kann ich hier vielleicht ein paar Dunstwolken mit reinsetzen. Passt alles. Gut. So. Den Rest bearbeiten wir gleich. Schönes Furzgeräusch. So, dann packen wir als erstes hier unsere Viechersel rein. Ach, ja. Weil hier hinten noch keiner. Ich vergaß. Wir haben ja. Huch. Was habe ich denn hier schon wieder gemacht? Ach. Natürlich. Bauen wir halt hier einmal quer. Ach, und da muss noch ein Felsen hin, sonst können die kleinen Viecher ausbrechen. Das wollen wir ja auch nicht. Einmal. Das dazu schon mal zu. Gut, und hier ist zwar sowieso zu, aber auch erstmal noch einen Felsen reinsetzen. Und jetzt können die Kleinen rein. Waren sie denn? Hier waren sie. Hallo. Dann zusenden. Wie kommt meine Kleinen? So, was. Ihr werdet gestresst. Ihr habt zu wenig Wasserfläche. Kommt mit klar. Damit müsst ihr jetzt leben. Nimm Ruhe. Hallo. Dann brauche ich einmal. Auch hier wieder Mülleimer. Spendenbüchsen. Sonst wundere ich mich wieder, dass ich hier nichts abkriege. So. Hier unten vielleicht noch eine hin. Ja, bauen wir es für den Felsen rein, ne? Habe ich hier hinten noch Strom? Hm. Habe ich. Aber nur da. Nur an dieser Seite.
Da muss ich das dann erstmal bauen. Hier hinten. War das hier? Hier habe ich hier Strom. Ach so, ach du Heilige. So. An Oberflächen ausrichten. So. Livecam nicht vergessen. Nein! So, wie heißen die Viecher noch? Ah, nee, das sind die Dinger. Die will ich nicht. Nein, nein. Achso, hier unten. Ist dort. Bis ich hier das finde. Wie heißen die Viecher auf Englisch? Wie heißen die Viecher? Ah, da! Das müsste der, glaube ich, sein. Ja, das ist der. Jo. Hallo, meine Kleinen. Ein bisschen süßig. Huch. Huch. Gut, nur nicht richtig animiert, würde ich sagen. Das schaut aus wie Kissy, ja, so ein bisschen, ne? Oh, Gottchen. Und ja, doch niedlich sind sie. Niedlich sind sie. Oh. Hallo. Du guckst für unser Kater, weißt du das? Da. Den bei uns im Pool. Ja, dann wüsste ich, dass ich nicht mehr in den Pool gehe. Schön haben für mein Bionic. Oh Mann. So. Oh, ein Spinosaurus. So. Können wir gleich auf jeden Fall dekorieren. Oh, da waren sogar schon welche unten. Na, sind meine Flamingos wieder gestresst? Ja. Oh, Froschlitz, du bist schon wieder in meinem Zoo. Und schon wieder im selben Gehege wie vorhin. Ich glaube, das Gehege hat es dir angetan. Warum liegt da Müll? Ich sehe gerade Lieblingseis. Ich hole mir fix Eis. Ja, schön. Und schon wieder ein geiles Steinsamt. Ja. Ja. So, wir sollten aber, glaube ich, nochmal ein paar Leute einstellen. Denn unser Zoo wird langsam größer. Das heißt, ich glaube, ein paar Leute sollten wir uns hier schon wieder anlachen. Okay, Schläger wäre vielleicht nicht schön. Dann machen wir für dich einmal einen neuen Arbeitsbereich. Die beiden haben wir nämlich noch nichts. So. Und. Gut. So. Warum plötzlich sind die Alligatoren?
Ja, wir sind hier ja noch nicht ganz fertig. Kriegen gleich noch alles, was wir brauchen. Können die eigentlich? Ja, super, die können da oben hin. Was haben sie mir jetzt genug? Stabiler Unterschlupf haben sie. Dann kümmern wir uns einmal hier um die Gestaltung. Gut, und sie haben eindeutig zu viel Fels. Das heißt, wir machen da hinten einmal Erde mit rein. Das ist sowieso ganz gut. Sehr grün bewachsen. Erde kann ruhig mehr sein. Ich gehe jetzt Erde hin. Aber wo ist jetzt hier? Achso, hier wahrscheinlich noch. Okay. Pflanzen kriegen sie gleich noch. Aber erstmal brauchen sie alles andere. So. Und zwar das hier. Und der rosa Flamingo kann immer weg. Essenstablett. Wir nehmen dann lieber zwei kleine, würde ich sagen. So. Na, gefroren. Wir hier den bunten Ball. Dahin. Dahin. Und ein Schlammbad. Liegt das hier noch irgendwo? Irgendwo runter? Ja, unter Wasser kriegen wir ein Schlammbad hin. Ich glaube, das ist eher semi-produktiv. Brauchen die unbedingt ein Schlammbad? Ja, so, und darunter packen wir Felsen. Damit das nicht so aussieht, als wenn das schwebt. Lieber den hier. Ja. Doch den hier. Das einmal aus. Und das einmal. Das jetzt zumindest so ein bisschen. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. So, braucht ihr noch irgendwas anderes? Unterwasser-Futterbox-Spender. Leute denken, dass das Ticket sehr günstig ist. Ja, das glaube ich auch. Alter, ist hier viel los. Sprechen. So. Yes. Kommt, geht durch. Preis ist gut. Gut ist super. Speichern wäre vielleicht ganz sinnvoll. So.
Da ist noch eine Lücke, die würde ich gerne schließen. Ich glaube, den Kleinen geht's gut. So, was waren jetzt eure Umgebung nochmal? Süd- und Mittelamerika. Tropen haben wir, Graslandschaft. Ja, doch, haben wir alles eingegeben. Ich weiß nicht, ob das Frühling passt. Das nenne ich mal einen großen Baum. Das sind riesige Bäume. Stechpalmen. Die kann ich auf jeden Fall mal mit reinpacken. Die Bäume auch. Die habe ich hier ja sowieso zuhauf. Was soll ich hier zünden? Das wie jetzt Wasser. So. Nein, ich würde gern hier einmal darin. Noch irgendwas anderes fürs Wasser? Glaube nicht. Nur für oben drauf. So. Ich möchte es ja hier relativ blühend haben. Da kommen Felsen vor. Oh, kann sich sehen lassen, glaube ich. Sind die Pflanzen zur Europa-Tasche abgerechnet? Ja. Ich denke. Aber es gibt keine Kroko-Handtaschen. Und ist nicht hier. Hier werden keine Kroko-Handtaschen unterstützt. Die armen Krokodile. Die haben auch ein schönes Leben verdient. Ohne als Handtasche zu enden, meine ich damit. Das stört da eher weniger.
So. Sehr schön. So. Und die Krokos haben auch ein gemütliches Zuhause. Hm? Weil es so ist, ja. Die armen kleinen Krokodile. Komm, den kann man doch wirklich nichts antun. Die sind doch viel zu niedlich für eine Handtasche. Bestimmt. Niedlich aussehen. Zum Beispiel. Jemand müsste mal die Scheiben reparieren. Ah, ne, gehen noch. Aber wir brauchen trotzdem, glaube ich, einen zweiten... Ja, einen zweiten Techniker. Könnte hier was kaputt gehen? So, hier muss ich mir dann noch irgendwas überlegen. Wie ich den Bereich verdecke. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Fläche man hier eigentlich noch frei hat. Man hat hier nur so ein Pürzel zu. Das ist wie diese Plätze. Noch nicht. So. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dein Wunsch halbwegs passabel aussieht. So, wir haben hier einmal, wo man so unter Wasser begutachten kann. Da kommt sogar einer. Ich kann sie von hier oben gut beobachten. Wasserfall ist vorhanden. Richtig kleines, schönes Gummiziel. Ich würde es auch gerne ohne Regen zeigen, aber gerade der Regen will gerade nicht aufhören. Nicht quellen. Ich glaube, die baue ich ja später. Wenn ich weil danach hier ausbaue, weil ich weiß noch nicht, was ich hier hin machen will. Könnte ich hier drinnen noch welche machen, ja. Was haben wir denn? Nein, das ist das, was ich baue. Haben wir noch irgendwas? Das wäre Südamerikaner. Würde ja quasi hier reinpassen. Nicht nur quasi, sondern. Okay, da würde der Baum abfackeln. Okay, sehr riesig. Weiß nicht, kann man eigentlich unter Wasser nicht anmachen? Also funktioniert das, wenn man das hier... Würde mich immer interessieren, ob das geht. Ja gut, stimmt. Aber sie haben doch Schirme. Sie sollen froh sein, dass ich denen hier so ein Infohäuschen hingestellt habe, womit sie sich halt so Schirme kaufen können. Damit sollen sie zufrieden sein. Ich weiß gar nicht, kann ich? Wie gnädig. Ja.
Das macht nicht jeder. Wenn ich mal. Also. Doch, so geht's. Ich könnte. Wenn du, wo du gerade von Unterstellmöglichkeiten redest, zumindest versuchen, hier eine zu bauen. Ob sie so nutzen, ist dann die andere Sache. Das sei dann mal dahingestellt. Aber. Wobei, warte mal. Ich werde sie nicht nutzen. Wieso denn nicht? Oder? Warte mal, ich habe eine bessere Möglichkeit. Nutzt es einfach. So. Okay, kann ich da ja nicht anders verschieben. Aber so geht das. Jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich das hin? Wir sind wieder bei der Sache mit dem Bauen. Ja, durchaus möglich. Durchaus möglich. Das ist jetzt nicht perfekt, das kann ich zumindest hier gleich nochmal. Hier hält so ein kleiner. Nichts dran. Runde Dächer, runde Dächer. Sind aber eher so Eckdächer. Ich meine, setzen ist wirklich wichtig. In unserer Fußgängerzone wird immer weniger weg. Das ist echt ärgerlich. Ja gut, das stimmt. Bei uns weiß ich es eigentlich gar nicht. Also zumindest in der Innenstadt waren eigentlich immer genug. Also gar nicht, warum waren eigentlich die letzten Bänke? Ach ja! Ja gut, okay, hier sind noch Bänke. Es stimmt, relativ wenig Bänke. So, jetzt brauche ich nur noch. Aber ich würde sagen. Vielleicht schaffe ich es, dass ich dazwischen noch so ein Holz reinpacke. Bitte noch nicht zu früh urteilen. Ich weiß, es ist nicht perfekt. Ich setze alles erstmal nur. Gucken, kriege ich es hin. Gut, wenn ich es hier hinmache. Huch.
Nicht eine Vampirin. Oh Gott, ja. Ganz toll. Also wenn ich so an unsere Heidefläche denke, die wir da haben, wo wir da überall Bänke haben. Ja. Da hat man bei uns wirklich mehr Bänke. Es wird nicht perfekt. Hauptsache, sieht nicht aus, als wenn das Dach schweben würde. So, eigentlich müsste ich hier auch noch in der Mitte eins reinmachen. Kann ich die. So, wir haben zumindest das Bänke. Und ein Unterstand. Passt doch. Wie gesagt, nicht schön, aber. Nicht schön. Jetzt müssen die Leute das nur noch nutzen. Wir müssen diese ganzen leeren Felder hier mal ausfüllen. Unbedingt mal machen. Sollen überall Blümchen hin. Aber erst wollte ich eigentlich das hier machen. Egal, wir machen erstmal hier diese Ecke fertig jetzt. Und sie nur so, dass man in einem Geschäft etwas kauft. Ja, ganz toll. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Muss ich doch wenigstens mal irgendwo hinsetzen können. Was machen denn die ganzen alten Leute? Die dürfen dann wahrscheinlich zusehen, wo sie bleiben. So nach dem Motto, ach ja, ne? Die Alten, die können das schon ab. Die aquatischen Felsen könnte ich hier noch runterbauen. Oh, das ist ein großer Felsen. Denk doch einmal an die Kinder. Ja, Kinder sind doch auch jung. Die kriegen das schon noch irgendwie hin, aber. Wenn die Älteren jetzt mal irgendwo hin müssten. Ach du. Ach du dicker Fisch. So. Essen ist gleich fertig. Oh Gott sei Dank. Essen. Essen. Quatsch, unechter Baum.
Gewinnspause. Wenigstens etwas. Aber ganz ehrlich, so. Man muss sich doch wenigstens irgendwo hinsetzen. Wenn es nur eine Bank wäre, aber. So gar keine? Wollen, was macht man, wenn man mal einen Schwächeanfall oder sowas kriegt? So einen Schwindelanfall halt. Also, ach ja, ne? Pech gehabt. Achso, ja, wir sollten uns einmal ganz kurz um den Nachwuchs hier kümmern. Gut, die hier können keinen gerade kriegen. Da habe ich ja für gesorgt. Ach du! Mhm. Wir haben Albinos! Wir haben Albinos! Ui! Alter! Jetzt sehen sie noch mehr aus wie unser Kater. Was man sich denken. Boah, ganz ehrlich, ich würd nicht mehr in die Stadt gehen. Ich würde einfach nicht mehr in die Stadt gehen. Wäre mir dann sowas von scheißegal, wenn ich mich nirgendwo hinsetzen kann. Das ist einfach nur assi. Nee. So. Tiere. Gut, Albino-Weibchen. Warum habt ihr alle gute Werte? Du kannst auf jeden Fall weg. Also dich will ich behalten. Dich will ich behalten. Du kommst weg. Und André kommt auch weg. Okay. Ich habe noch nie Fallout gespielt. Vielleicht kommt das ja jetzt bald. So. Sei. Du nicht. Du zum Handelszentrum. Handelszentrum. Du bist ein Männchen. Du musst auch zum Handelszentrum. Du möchtest echt ein Hübriges antun. Ja. Wenn das dabei herauskommt. Also auf dem Discord-Server habe ich einen Kanal quasi, wo man sich dann halt Spiele wünschen kann, die in meinen Stream kommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe Fallout noch nie gespielt. Deswegen kommt das einfach mal mit auf die Liste, für die man stimmen kann. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so gut war. Aber ja, mal gucken. Vielleicht wird's nett. Vielleicht wird's echt ganz cool. Ich lasse mich da überraschen. Aber noch läuft ja die Abstimmung. Das geht ja so lange, bis ich mit Witcher 3 durch bin. Dann ist ja erst Ende der Abstimmung. Deswegen mal gucken, was noch so kommt. Vielleicht wird's auch ein ganz anderes Spiel. Also, wer weiß. Ich wäre auch nicht abgeneigt, Risen zu spielen oder irgendein anderes Spiel. Achso, das waren die, die ich sowieso geholt hatte. Oh, ich will keiner, aber wir gehen mal trotzdem raus. das ist eine gestattet werden. Tatsächlich nein. Also bei Risen
2 und 3, ja, doch, stimmt schon. Den ersten habe ich gespielt. Wolf Among Us habe ich auch gespielt. Das war mein allererstes Spiel auf der PS4 damals. Walking Dead Episode 2 habe ich mich immer drum herum geredet. Und ja, sollte tatsächlich mal gespielt werden. Und Fallout ist tatsächlich wirklich ein Wunschspiel gewesen von der Community, dass ich das mal spiele. Und ja, manchen Wünschen man dann doch mal nach. Und ja. Mal gucken. Also ein Spiel hatte sich tatsächlich Frisches gewünscht. Das ist aber schon länger her. Das war Wolf Among Us, meine ich. Ja, Fallout wurde sich gewünscht und Risen kommt von mir. Einfach weil ich Bock habe auf Risen. Ich glaube, Walking Dead kam von meinem Mod. Ja. Ja. Aber morgen schon in jetzt. Ja. Ja, mein Essen kommt. Ja. Ja, Baguette. 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 Danke. Überbacken. Natürlich. Danke. Oh, lecker. Und natürlich, wir warten, bis ich probiert habe. Ja, ich merk's. Oh Gott, warte. Oh, heiß. Boah, ist das heiß. Hast du das in den Lavatopf geworfen? Max, super. Danke. Bis später, Matschbagge. Jetzt hat man den Chat zu 12 für eine Sekunde gesehen. Den sieht man schon, den sieht man öfter. Ja, das ist so mein Essensspawner. Der taucht immer einfach mal so auf. Er hat aber auch kein Problem damit. Donnerstags, sonntags streamen wir auch immer zusammen. Also, passt. Er ist ein Kameramensch. So. Blumen. Ich wollte Blumen machen. Wie gut habe ich mich jetzt um die Blumen gekümmert? Sehr gut, ne? Na, wie war's denn mit den Finanzen? Durch die Krokodile ist aber hochgegangen. Aber sehr hoch. Meine Hilfe ist vor allem ein ganzes. Schön. Stimmt, wir können noch einen Ausbilder einstellen. Und können einmal. Da hinten haben wir. Keine Musik, da machen wir mal. Das hier. Da. So.
Sehr schön. Für den März. Dann schön hin. Ich bin ziemlich fan. Das stimmt doch gar nicht. Na, wann kommt unsere Troller hier an? Bist du schon auf dem Weg? Hier geht auf jeden Fall dahin. Nö. Die kam einfach nicht. Ich liebe diese Katzen. Echt? Tust du das? Das hier will ich auch einmal hier noch hinstellen. Und zwar das hier. Abholzung der Wälder. Hilfe. So. Ja, danke, dass du da warst. Dir viel Spaß beim Einkaufen. Und ja, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Dann packen wir hier jetzt einmal noch. Kommt hübsch hin. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. So. Ich werde auf jeden Fall auch gleich eine kurze Pause machen. Und dann mich einmal fastbinden und dann wahrscheinlich sogar das Spiel dann wieder wechseln. Was ist wieder? Aber Witcher kommt ja heute auch noch dran. Der Gute. Ich möchte halt erstmal hier diese... schon... Naja, nach 3 Stunden habe ich mir meine Pause verdient. Finde ich. Außerdem darf das Essen ja auch nicht kalt werden. Ja. Oh, ein Tier ist entkommen. Was? Hä? Das Tier ist doch hier. Oh! Wir schon ein Gitarrenmatz. Verpasst er die mit Jennifer? Ja. Ja. Wie verpasst er? Na komm, sieht aber schon mal ganz schön aus, oder? Schön erklärt so. Also ich bin gar nicht mal so unzufrieden. Haben natürlich noch einiges an Arbeit hier vor uns. Aber es geht schon klar. Gefällt mir. Das ist gut. So. Das kann hier ruhig hin. Oh.
sondern halt so Blümchen hin, die nicht so hoch wachsen. Damit, ja, die Sicht nicht verdeckt wird. Ja, sehr schön. Hier können dann ruhig höhere wachsen. Das passt so. Ja, das ist zumindest schon mal dazu von oben, soweit wie wir bisher kamen. Kann dann hier noch einmal kurz, bevor ich in die Pause gehe, einmal noch was hinbauen hier. Wie die Tierarztpraxis. Und eine Werkstatt. So. Und dann weiß ich noch gar nicht, wann wir das nächste Mal Pläne zu machen. Ist ja eigentlich relativ spontan immer. Aber beim nächsten Mal werden wir uns dann um den Platz komplett kümmern. Den komplett fertig machen. Denke ich mal, auch wieder ein neues Gehege bauen. Vielleicht dann sogar in die Richtung. Mal gucken. Und hier die Wege weiter verschönern. Und Felsarbeit machen. Also wie Felsarbeit. So. Und dann einmal speichern und Pläne zu beenden. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Und das direkt zur Pause.